Hallo, moin und herzlich willkommen bei den Transkrauts in der Woche 43. Und wir haben die Woche das Thema Outing bei den, Entschuldigung, bei den Eltern. Ich habe mich bei meiner Mutter mit 18 geoutet. Das war ja Sommer, Herbst 2008. Ich habe sie am Telefon gesagt, weil persönlich konnte ich nicht, weil sie hat damals noch woanders gewohnt als ich. Also sie wohnt heute immer noch woanders, aber ich jetzt schon dichter dran. Ja, und ich war ja damals noch in der Schule. Nee, da muss das aber Anfang Sommer gewesen sein. Frühling. Nee, Quatsch, ganz anders. Wie alt war ich? Jetzt muss ich mal überlegen. Ich muss 17 gewesen. Das war Ende 17, genau. Nicht Ende 18, das war Ende 17. Das war 2007. Spätsommer 2007 war das, weil da war ich ja noch in der Schule, so, richtig. Da habe ich ja noch im Heim gewohnt. Ja, richtig. Und der habe ich das dann am Telefon gesagt, weil, wie gesagt, ich habe ja damals noch in Stralsund gewohnt und sie woanders. Jetzt wohne ich ja in Hamburg, ist ein bisschen dichter dran jetzt an ihr. Und da habe ich mit ihr telefoniert und ihr das halt gesagt. Ja, war sie, also am Telefon hat sie das natürlich normal aufgenommen, also ich bin halt ihr Kind und so, ist ja klar, dass sie mich da unterstützt und den ganzen Kram. Aber hinterher habe ich dann so erfahren, dass ja, dass sie das ganz schön mitgenommen hat. Und ja, sie nicht weiß oder nicht wusste, ich weiß nicht, ob sie es jetzt weiß, wie sie halt mit umgehen soll, weil ich Wunschkind war als Mädchen, weil sie hatte ja schon einen Sohn geboren. Mein Bruder, der ist 9 Jahre älter. Und dementsprechend sollte es halt noch ein Mädchen sein. Und sie hatte sich halt so gefreut, ne? Dass es dann auch ein Mädchen wurde. So. Was es ja nun nicht wurde. 21 Jahre später. Ja. Und, ja, das hat sie über Jahre ganz schön mitgenommen. Und sie wusste einfach nicht, wie sie mit umgehen sollte. So, jetzt letzte Woche, haben wir uns mal getroffen und da war ich mit ihr frühstücken und so, weil sie weggefahren ist mit dem Zug und da habe ich sie noch zur Bahn gebracht und alles. Und da habe ich mich das erste Mal richtig gefreut, weil sie nicht durch den ganzen Zug da meinen alten weiblichen Vornamen durchgequakt hat, sondern einfach nur Chris gesagt hat. Ja. Und das fand ich schon sehr cool, irgendwie. Weil sie es wahrscheinlich jetzt endlich kapiert hat oder so, nachdem sie mir da Fragen gestellt hat beim Frühstück über Trans und sowas alles, dass sie das versteht. Ja. Oh, Verzeihung. Bei meinem Vater habe ich mich vor einem halben oder dreiviertel Jahr per Brief geoutet, also dem habe ich einen Brief geschrieben, weil ich habe zu ihm ja nicht keinen Kontakt mehr seit fast 10 Jahren, also seit 8 Jahren jetzt. Ja, also ich habe zwar um eine Antwort gebeten, aber es kam natürlich nie was zurück, was mir auch schon fast klar war. Was er dazu denkt oder wie auch immer, ist mir eigentlich relativ wurscht, weil ich bin alt genug, ich führe mein eigenes Leben. Ja, also von daher ist das nicht so wild, was der dazu denkt. Interessiert mich noch nicht. Also würde mich schon interessieren, aber ja, was soll ich machen? Kann ich mir keine Antwort erzwingen, ne? Ja. Von daher weiß ich auch nicht, wie er darauf reagiert hat. Weiß ich nicht. Ja. Das war's zu dem Thema von mir. Ich habe noch ein anderes Anliegen, und zwar habt ihr ja schon gestern. Also ich weiß nicht, ob ihr das gestern schon gesehen habt. Wir machen ein Casting. Wir brauchen nämlich eine neue Vertretung. Also eine mehr. Und dazu möchte ich einfach nur sagen, guckt euch das Video von Julian an. Der hat dazu ein paar Dinge gesagt. Dass ihr Bewerbungsvideo machen müsst und sowas alles. Guckt es an, ist wichtig. Wer Bock hat, meldet sich. Mit einer Videoantwort. Wer keinen Bock hat, lässt es. Ist ja ganz logisch. Ja, wir brauchen Unterstützung, also meldet euch. Ja, das war's diese Woche von mir. Heute wieder zu Hause, nicht auf der Baustelle. Und deswegen sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.